Guten Tag, hallo und herzlich willkommen im Train Simulator. Heute geht es für uns über die Gotthardbahn, besser gesagt geht es vom Gotthardtunnel aus in Richtung Altdorf. Hallo Lokführer, Sie fahren heute einen der Transporte des Zirkus Knie nach Altdorf, wo er seine Zelte aufschlagen wird. Ihre Anweisungen entnehmen Sie dem Dienstfahrplan bzw. Buchfahrplan. Ja genau. Heute wird es allerdings nicht für uns bis ja, ganz nach Altdorf gehen. Wir werden etwas eher schon Schluss machen, weil heute soll es hauptsächlich um das Beladen des Zuges gehen. Nehmen Sie Ihre Lok in Betrieb und fahren Sie vorwärts zum Prellbock. Dort halten Sie an, sodass der Rangierarbeiter nach der Lok am Anfang des ersten Wagens steht. Alles klar. Ja, wir sitzen drinnen in der RE 460 der SBB. Und wir fahren die Lokomotive heute in eine Sonderlackierung. Nämlich fahren wir die Lokomotive 460-058-1 und ja, das ist die allseits bekannte Knielokomotive vom Zirkuszug. Der Verlad geht wie folgt: Die Rungen runterklappen als allererstes, danach die Zirkuswagen antippen, dann den Ladevorgang beenden, danach werden die Rungen wieder hochgefahren und dann können wir den Zug weiter bewegen. Und wie das Ganze abläuft, das zeige ich dir jetzt. Zuerst einmal rüsten wir die Lokomotive auf, schalten den Strom an. Und damit auch die Batterie. Der Fahrtrichtungswender geht im nächsten Schritt nach vorne. Dann schnappen wir uns den Stromabnehmer. Der geht nach oben. Und natürlich den Hauptschalter einschalten, damit die Lokomotive auch wirklich den Strom zur Verfügung hat. So, einen Moment warten. Im Hintergrund fahren sich die Systeme hoch. Man hört es ganz schön. Und im nächsten Schritt setzen wir die AFB-Geschwindigkeit auf ungefähr 25. Wir lösen die Bremse vom Zug. Und dann geht's los. Die letzten Meter bis ran an den Prellbock. So, dann denken wir, sind hier jetzt in einem Abstellgleis unterwegs, besser gesagt in einem Stumpfgleis. Und Stumpfgleise haben die Eigenschaft, dass am Ende des Gleises ja, ein Prellbock kommt, der dann da vorne wäre. Hier stehen auch schon die Rangiere. Die zeigen uns dann quasi, wie weit wir mit dem Zug ja, jeweils nach vorne oder zurückziehen müssen. Sehen wir mal den Fluss. Wir sind direkt oben am Gotthard. Oder, naja, was heißt oben am Gotthard? Wir sind am Gotthard-Massiv oder aus der Bergkette, so wie man das Gebiet hier auch nennt. Und dann können wir hier abbremsen und den Zug zum Stehen bringen. So, dann einmal fix aussteigen. Jetzt müssen wir nämlich gucken, dass wir hier mit dem Rangierer möglichst bündig stehen. Und wir sehen hier, wir müssen noch ein kleines Stückchen nach vorne ziehen. Dazu nochmal die Bremsen lösen. Und langsam nach vorne. So, wir gucken uns das Ganze am besten aus der Außenansicht an. Denn dort können wir den Rangierer am besten beobachten. So, und er sollte möglichst bündig hier mit dieser Borde stehen. Wie diese, ja, mit dem Abschluss vom Wagen. Und wenn der so steht, dann können wir auch die Bremsen vom Zug anziehen. Genau, und im nächsten Schritt lassen wir dann einmal hier die Rungen nach unten. Das machen wir mit der Taste U auf der Tastatur. Und dann können wir als nächstes hier die Fahrzeuge anklicken, die eben auf den ja, Flachwagen verladen werden sollen. Dann kommt hier dieser kleine Traktor, kuppelt den ersten Wagen an. Und schiebt den da drauf. Ist halt so eine typische Verladestation, wie man sie bei den schweizerischen Bundesbahnen findet. Da schnappt sich der Traktor hier vorne noch diesen kleinen schönen Wagen. Varieté Arena. Ja, Familie Knie. So, und dann hätten wir damit die ersten zwei Zirkuswagen verladen. Der Traktor fährt wieder zurück. Und wir müssen dann ja, mit dem Zug wieder ein Stückchen zurück. Und zwar bis zu dem Rangierer hier hinten. Wenn wir bei dem angekommen sind, können wir dann quasi den zweiten Wagen beladen. Dazu setzen wir uns am besten wieder in die Lokomotive rein. Tun hier die Bremse lösen. Ganz wichtig, Fahrtrichtungswender dieses Mal in eine Rückwärtsposition. Und dann können wir hier Leistung aufschalten gleich. Oder auch nicht. Ach so, genau, ganz wichtig. Habe ich jetzt selbst nicht so richtig drauf geachtet. Wir können natürlich erst mit dem Zug wieder losfahren, wenn die Rungen nach oben gemacht wurden.
wieso rollt mein Zug jetzt schon? Das sollte eigentlich nicht tun. Also die Bremsen natürlich so lange angezogen lassen. Und genau, dann wenn die Bremsen in Lösestellung sind, dann können wir hier ein Stückchen weiter zurück. Am besten wirklich schön langsam mit der Lokomotive hin und her rangieren. Und wenn wir dann hier wieder beim zweiten Rangierer sind, dann können wir die Bremse erneut anziehen und dann fahren quasi die Zirkuswagen hier hinten, die wahrscheinlich für die Personen gedacht sind, die fahren dann hier auf den Zug drauf. Hier wieder selbe Prozedur, die Planken und Borden nach unten lassen mit der Taste U, dann klicken wir hier den Zirkuswagen an, dann kommt wahrscheinlich der schicke Traktor hier hinten gefahren, genau, schnappt sich den Anhänger, wird auch recht schön hier vorne eingehangen. Und dann fährt er den hier drauf. Das sieht ja so ein bisschen komisch aus, wenn der hier einlenkt, aber das ist einfach dem Train Simulator selbst geschuldet. Da kann man im Szenario nicht so viel dran machen. Ja, und dann steht der Wagen hier perfekt auf dem anderen Wagen drauf. In dem Fall halt auf dem Eisenbahnwagen. Genau, dann können wir hier an der Stelle auch schon gleich wieder die Rungen nach oben machen. Das geht dann wie gesagt mit der Taste L. Ja, wenn sich der Traktor in Bewegung gesetzt hat, dann kann man eigentlich schon auf L draufdrücken, weil das dauert in der Regel so einen Moment, bis die Rungen wieder nach oben fahren. Genau. Dann heißt es für uns wieder, nachdem die Rungen oben sind, Bremse lösen. Fahrtrichtungswende ist weiterhin in Rückwärtsstellung. Wieder leicht beschleunigen. Und dann können wir hier ein ganzes Stückchen weiter zurückfahren. Wobei wir sollten wahrscheinlich erstmal den zweiten Wagen hier beladen. Genau, dann halten wir doch nochmal an. Bremse lösen und Fahrtrichtungswende in Vorwärtsstellung. Fahren wir hier nochmal ein ganzes Stückchen nach vorn, damit wir eben auch den nächsten Wagen beladen können. Wichtig ist halt immer, dass man so anhält, dass einerseits der Rangierer hier jedes Mal am Ende dieses Wagens quasi ist. Oder eigentlich am Anfang des Wagens, weil ja der Start des Zuges ist halt immer da, wo die Lokomotive gerade ist. Und dann tut man so nach und nach den ganzen Zug beladen. So, wir ziehen hier die Bremsen an. Ja, da steht sogar fast perfekt hier. Dann lassen wir die Rungen runter mit der Taste U, klicken wieder den Wagen an und dann kommt hier wieder der schöne Traktor gleich angefahren und schleppt den Wagen auf den Wagen. Ja, der Zirkus Knie ist Nationalzirkus in der Schweiz und bei der SBB hat man sogar zwei Lokomotiven mit einem entsprechenden Werbefarbkleid versehen, unter anderem die RE460, wie sie bei uns hier vorne am Zug dranhängt, werde ich dann auch nachher nochmal etwas näher zeigen. Und es müsste noch eine andere Lokomotive ebenfalls mit einem ähnlichen Farbkleid versehen worden sein. So, wenn der Traktor hier wieder raufgefahren ist, beziehungsweise runtergefahren, können wir wieder die Rungen nach oben machen und die öffnen sich beziehungsweise ja, heben und senken sich halt immer im ganzen Zug. Sieht sogar richtig lustig aus, finde ich. Aber ja, das ist halt dem Train Simulator geschuldet, dass man hier alle mit einmal bedienen muss. So, und ich glaube sogar noch ein kleines Stückchen können wir nach vorne fahren. Genau, Platz für einen Wagen müsste da noch sein. Der könnte da noch hinpassen. Oder, ich glaube, wir sollten uns mal hinten den nächsten Rangierer schnappen. Genau, wenn Ihr Zug fertig beladen ist, fahren Sie rückwärts in Gleis 56. Ja, ganz fertig ist der Zug noch nicht. Das ist aber auch kein Problem. Es wurde ja extra geschrieben, wenn der Zug fertig ist. Ja, und das dauert jetzt halt noch ein bisschen. Und das ist eine relativ schöne Spielerei, wie ich finde. Weil in welchem Train Simulator-Szenario hat man es denn mal schon, dass man Fahrzeuge verladen kann? Das Einzige, was wir, glaube ich, mal gemeinsam verladen haben, war Kohle. Und das müsste auf irgendwelchen FALNS-Wagen gewesen sein. Oder nee, das war eine Dampflokomotive, die wir da mit Kohle beladen haben. Aber jedenfalls das hier mit den Fahrzeugen verladen, das ist auch für mich im Train Simulator komplett neu. Und ja, das ist eine echt schöne Sache. Gerade auch, wie sich die Traktoren hier bewegen und die anderen Fahrzeuge dann quasi angehangen werden.
Finde ich richtig schön gemacht. Da merkt man auf jeden Fall, simtrain.ch hat da echt viel Mühe reingesteckt. Und das nicht auf die leichte Schulter genommen. Die Wagen hier sind übrigens auch in dem Add-on mit enthalten. Genauso wie die Lokomotive vorne dran am Anfang des Zuges. Richtig schön auch das Bremsenquietschen hier. Also man hat hier wirklich auf alles geachtet, habe ich so das Gefühl. So, dann schnappen wir uns hier drüben den nächsten Wagen. Dann sollte der Traktor angerollt kommen. Genau. Ja, die Planken werden halt hier immer runtergelassen, damit dann quasi der Traktor auch hier komplett drüber fahren kann. Zugegeben, der Abstand hier ist ein ganz kleines bisschen groß zwischen den Wagen und der eigentlichen Verladerampe. Aber das lässt sich nicht viel kleiner machen, denn in echt werden da, glaube ich, sogar extra nochmal Platten rübergelegt. Aber das ist halt, wie gesagt, im Train-Simulator wirklich nicht umzusetzen. Man muss schon sagen, allein wie sich hier die Traktoren bewegen und die Fahrzeuge da drauf fahren, das ist schon wirklich hohe Kunst, wie ich behaupten würde. Und es macht richtig Spaß. Der Traktor lenkt auch richtig schön ein. Was ich auch ein bisschen lustig finde, dass hier der Rangierer quasi immer die ganze Zeit mit der Hand so ein bisschen weiter wackelt. Alles einfach auch der Tatsache geschuldet, man kann das nicht so einstellen, dass der eben ab einem Moment dann aufhört, wenn er sieht, okay, der Wagen ist jetzt beladen. Das geht im Train-Simulator einfach nicht. So. Also gewisse Kompromisse muss man halt eingehen. Aber das versteht sich eigentlich von selbst. So, Fahrtrichtungswende wieder nach vorne. Und dann hier... Aha, genau. Erstmal die Rungen nach oben. Das habe ich direkt wieder verpatzt. Genau, jetzt sind die Rungen wieder hochgegangen. Und dann können wir uns auch bewegen. Langsam nach vorne fahren. Ich fahre so eigentlich mit einer Geschwindigkeit von maximal 5 km pro Stunde, wenn wir hier an der Verladerampe sind, weil damit lässt sich einfach auch der Zug bestens beladen. Wir müssen ja möglichst immer präzise bei dem Rangierer anhalten und wenn wir uns da ja ein bisschen zu wenig Zeit lassen und das einfach zu schnell angehen, dann bleibt der Zug wo ganz anders stehen, als dass er eigentlich anhalten sollte. Die Planken und Bohrer dann wieder nach unten, dann den Zirkuswagen anklicken. Dann fährt er hier in seinem Traktor wieder los. Navigiert zwischen den Personen hindurch und fährt direkt auf den Zug. Können wir auch hier nochmal aus der Perspektive ganz kurz zeigen. Genau, fährt er drauf, stellt den Wagen ab, nimmt dann die Kupplung raus, ist wahrscheinlich automatisch gekuppelt an den Traktor. Ich denke mal, der hat dann da so eine Art Splint, den er halt rauszieht. Dazu hält er ja auch ganz kurz an. Hier, das wird hier unten eingehakt sein und dann fährt er gleich wieder rückwärts raus. So, wir haben auch direkt nochmal die Mitarbeiter mit T-Shirt vom Zirkus Knie hier drin sitzen. Und auch ganz schick gemacht, das Nummernschild hier. Wahrscheinlich SG für Sagans. Und ja, Simtrain natürlich als Herstellername. Finde ich echt schön. So, wir machen wieder die Planke nach oben mit der Taste L. Und dann geht's zum nächsten Wagen. Den nächsten Wagen sollten wir, glaube ich, auch noch... Ja, da müsste auch noch reinpassen. Ohne Probleme. Wieder nach vorne fahren, genau. Leichtleistung schon aufschalten und dann die Bremse lösen. Das habe ich jetzt damit gemacht, dazu gemacht, dass uns der Zug hier nicht rückwärts wegrollt. Und jetzt sind wir echt ein bisschen schnell unterwegs. So. Genau, dann lassen wir hier wieder den Zug anhalten. Die Planken gehen nach unten wie auf dem Piratenschiff und dann kommt gleich der Traktor. Da drüben fährt schon der nächste Zug ein. Für den geht es dann übrigens hier vorne direkt in den Gotthardtunnel. Richtig cool gemacht. Und was mir auch erst aufgefallen ist, als ich das Szenario hier selbst schon mal gestartet hatte, dass es hier noch eine kleine Eisenbahn gibt, die dann quasi, ja, ich sag mal hier an der Gotthard-Bergkette oder an den Gotthard-Massiven noch ein Stückchen weiter nach oben fährt. Weil einen eigentlichen Berg mit dem Namen Gotthard gibt es ja gar nicht. Das wissen auch viele nicht. Also es gibt keinen Berg, der den Namen Gotthard trägt. Es ist mehr oder weniger so eine Verkettung oder halt ein Gebiet,
was man als Gotthard bezeichnet, beziehungsweise halt ja, die Gotthardbahn oder einen Gotthardpass. Ist so ähnlich wie beim Arlberg in Österreich. Es gibt einen Vorarlberg, quasi als Bundesland, wenn man so sagen möchte, aber einen eigentlichen Arlberg, ja, den gibt's nicht. Und genauso ist es auch hier in der Schweiz mit dem Gotthard. Okay, jetzt ist wieder die nächste Frage. Sollten wir... Ich glaube, jetzt haben wir hinten dann noch einen Wagen drauf. Genau, ein Wagen müsste noch aufzuladen sein. Und der Rest ist dann quasi wieder mit Traktoren zu füllen. So, die gehen nach oben, die Rungen. Stückchen nach vorn. Der Rangierer weist uns hier auch wieder ein. Mehr oder weniger. Jetzt haben wir ein bisschen früh gebremst. Aber der Zug bewegt sich noch. Wunderbar. Ja, und der Grund, wieso das halt immer so stimmen muss, hängt damit zusammen, dass im Train-Simulator halt die Fahrzeuge jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, dynamische Fahrwege haben, sondern die sind halt relativ statisch. Mit anderen Worten, die Fahrwege von den Fahrzeugen werden quasi einprogrammiert und erstmal Planken runter. Genau. Und durch diese Einprogrammierung fahren dann halt wirklich die Fahrzeuge genau dahin an Ort und Stelle, wie man sie, ja, vorgefertigt hat, sag ich mal. Ja, und den gelben Streifen hier in der Mitte, der hilft uns natürlich auch nochmal, damit wir die Fahrzeuge genauestens auf den Wagen hinstellen können. Weil so sehen die hinten viel besser, wo die genaue Mitte ist. Und gerade auch in der Nacht macht sich das um einiges besser, wenn da so eine Markierung drauf ist. So, hier kommen die anderen RE460er. Eine richtig schöne Lokomotive. Und die Wagen eignen sich natürlich auch noch bestens für den Gotthard hier. Riesige Panoramascheiben hier hinten auch noch drin. Das sind hier sogar... Ach genau, das ist der Gotthard Panorama Express. Die Strecke wird übrigens auch unter dem Namen vertrieben. Das mal noch an der Stelle als Hinweis. Die gibt es wie gesagt auf simtrain.ch. Link dazu auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Da kannst du ganz einfach, wenn es dich interessiert, mal reinschnuppern. Und dir gegebenenfalls die Strecke sogar kaufen. Okay, jetzt haben wir die letzten drei Wagen. Ich glaube, da kommen jetzt überall die Traktoren drauf, weil ja, weiter nach vorne ziehen können wir gar nicht. Wir müssen also rückwärts. Dann Fahrtrichtungswende in Rückwärtsstellung. Wir schieben wieder die Planken nach oben. Mit der Taste L. Die gehen alle wunderschön synchron nach oben. Und dann heißt es für uns volle Kraft voraus. Bremsen lösen. Und möglichst hinten beim Rangierer anhalten. Ja, nicht so schnell werden. Weil desto schneller wir fahren, desto schwieriger wird es auch mit dem Verladen. Oh, schön, wie die Wagen kreischen. Das sind halt unten die Bremsklötzer. Das quietscht dann so wunderbar. So, jetzt müssen wir hier die hinteren Traktoren anklicken. Damit werden die startklar quasi gemacht. Die bewegen sich dann beide hier auf den Tieflader drauf. Naja, Tieflader ist es nicht, aber Flachwagen halt. Das ist so ein kleiner zweiachsiger Flachwagen vom Typ KPS der Schweizerischen Bundesbahnen. Ja, also 10 Tonnen ungefähr. Man sieht auch, wie sie hier sogar die Wagen richtig bei der Federung ein Stückchen nach unten gehen. Und dann können wir als nächstes hier nochmal, genau, zweimal können wir jetzt noch Traktoren draufladen. Der letzte Wagen, ganz wichtig, der muss immer frei bleiben, weil, ja, wie gesagt, die Wagen brauchen, oder die Traktoren brauchen halt einen Wagen, über den sie dann auf den Zug drauffahren können. So, wir setzen uns wieder vorne rein, die Planken mache ich schon mal im Hintergrund hoch mit der Taste L, dann die Bremse können wir schon mal lösen und der Fahrtrichtungssender geht nach vorne und ab die Post. Wieder schön langsam. Wir fliegen mit der Tastenkombination 8 aus dem Führerstand raus und mit den Pfeiltasten können wir dann hin navigieren zum entsprechenden Verladeort. Oder überhaupt mit der Taste 8 bekommen wir halt die freie Kamera im Train Simulator
Und mit der Maus lässt sich dann, ja, wie auch im eigentlichen Monitor drinne, mit gedrückter rechter Maustaste das Bild bewegen. Ja, wem das Ganze mit den Tastenkombinationen alleine zu schwierig ist, der hat natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze per Head-Up-Display zu machen. Ich habe deswegen jetzt hier mal etwas eher angehalten, einfach damit wir das Ganze kurz mal simulieren können. Dazu die F4-Taste drücken und dann wird jetzt hier unten bei mir so ein bisschen ausgegraut, quasi die Bremse von der Lokomotive das Bremssystem eingeblendet. Dazu gibt es den Fahrtrichtungsschalter und den Leistungsschalter der Lokomotive. Und damit können wir quasi auch den Zug steuern. Und hier drüben dann halt gleich wieder abbremsen. Das vielleicht noch so als Information für diejenigen, die jetzt nicht jeden Tag, so wie ich, im Train Simulator unterwegs sind. So, das können wir dann hier unten wieder einklappen. Und dann klicken wir hier wieder die Traktoren an. Die starten ihre Motoren. Man hört es schon richtig schön am Sound. Die fahren hier drauf. Ja gut, der Winkel ist ein bisschen, naja. Aber das gehört dazu. Es ist ein Simulator, es ist ein Spiel. Hier lässt sich nicht alles 1:1 umsetzen. So, die Planken gehen nach oben mit der Taste L im gesamten Zugverband. Genau. Und dann geht's für uns. Ach, wir machen das Ganze jetzt mal aus der Außenansicht, damit man das vielleicht noch ein bisschen besser verdeutlichen kann. Wir lösen jetzt hier wieder die Bremse. Und dann geht es für den Zug ein Stückchen weiter nach vorne, so dass wir möglichst genau beim Rangierer anhalten. Ja, der Zirkus Knie ist hier heute mal auf der Gotthardbahn unterwegs, startet hier in Göschenen und im Szenario kann man den Zug, wie gesagt, theoretisch bis Altdorf fahren. In Altdorf selbst steht dann ein wunderbares Zirkuszelt, das wird sogar aufgebaut. Wenn es dich etwas mehr interessiert, was dich hier unter anderem in diesem Szenario erwarten könnte. Wie gesagt, ich werde es nicht ganz zeigen, einfach damit hier auch irgendwo der Spaßfaktor dann erhalten bleibt, wenn man sich eben das Szenario selbst zulegt. Dann kannst du dir sehr, sehr gerne mal den Trailer anschauen, den findest du auch auf dem Kanal, verlinke ich auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und ja, da hast du so einen kleinen Einblick, was dich hier zumindest in Ausschnitten in diesem Szenario und Add-on erwarten wird. Und fahren wieder drauf, genau. Die Planken können wir sogar schon hoch machen. Und dann setzen wir uns an der Stelle vorne in die Lokomotive hinein. Bremse lösen. Und ein Stückchen zurückdrücken. Wobei, nee, okay. Wir sind schon am Ende angekommen, also weiter zurückdrücken geht gar nicht. Wir ziehen die Bremse nochmal an, dann heißt es für uns Fahrtrichtungswende in die Rückwärtsstellung und dann wieder Bremse lösen und halt zurückfahren. Also grundsätzlich lässt sich das Ganze so sagen, dass man quasi den Zug immer nach Möglichkeit bei dem jeweils in Fahrtrichtung oder in Zugverbandsausrichtung vordersten Rangierer quasi beladen lässt und dann jeweils halt ein Stückchen zurückgeht. Ah ja, genau. Wie angemerkt schon, der letzte Wagen bleibt frei, klar. Demnach ist der ganze Zug beladen und wir können uns langsam Richtung Gotthardtunnel bewegen. So, wir machen das Ganze jetzt hier mal mit der Kameraperspektive, dass wir quasi vorne rausschauen können. Am besten eignet sich jetzt hier wirklich zum Zurückfahren des Zuges das F4-Menü, mit dem du halt den Zug relativ einfach steuern kannst. Du hast halt immer im Train Simulator die Möglichkeit zwischen, ja, ich sag mal, der Expertensteuerung, wo du das Ganze dann mit Maus und Tastatur hier im Führerstand alles bedienen kannst. Oder du machst es dir halt etwas einfacher und greifst hier unten zu dieser, ja, schönen Übersichtsansicht. Und mit der kannst du den Zug relativ einfach im Train Simulator bewegen. Du hast dann hier unten zum Beispiel auch, wenn es bei den Signalen die Wachsamkeitsfunktion gibt, das wird dann quasi unten so, ja, schwarz-gelb schraffiert. Das musst du dann jedes Mal drücken,
Ansonsten leitet halt der Zug automatisch eine Zwangsbremsung ein, so wie das in Realität auch ist. Und ach, da drüben her schon den Gotthard Panorama Express. Ja genau, und an den Signalen musst du dann halt jeweils entweder anhalten, wenn es rot ist, wenn es gelb ist, halt erwarten oder halt bei grün weiterfahren. Außerdem bekommst du hier unten immer die entsprechenden Punkte angezeigt, an denen du anhalten sollst. In dem Fall ist es jetzt hier für uns das Gleis Gotthard Tunnel 56. Und mit dem Zug haben wir halt soweit zurückzufahren. Wir werden dann auch noch mit dem Zug hier aus Göschenen ausfahren. Ein kleines Stückchen über die Gotthard Panorama Route oder über die eigentliche Gotthard Nordrampe. Und den restlichen Teil des Szenarios, den lasse ich dich dann selbst erkunden. Vorne steht auch im Tunnel nochmal so ein Servicearbeiter oder Mitarbeiter von der SBB. Und da rollt unser Zirkuszug in den Gotthardtunnel. Sowieso, das Thema Zirkus wird im Train-Simulator relativ selten aufgegriffen. Mir ist jetzt nur ein Szenario bewusst, wo überhaupt mal ein Zirkus erwähnt wurde. Aber ansonsten, also überhaupt Zirkusfahrzeuge, Zirkuszelt und so weiter, habe ich bisher jetzt nicht in Erinnerung, dass es das irgendwie in den über 5 Jahren, die ich mich jetzt schon mit dem Train Simulator alleine auseinandersetze. Also da habe ich noch keine Zirkuszelte oder Ewiges gesehen. Ähnliches, nicht Ewiges, Ähnliches meine ich. So, wir brauchen jetzt hier auch hier gar nicht ganz zurückfahren. Das reicht in dem Fall wahrscheinlich, wenn wir mit dem Zug ungefähr in dem Bereich drinnen stehen. Deswegen ziehen wir an der Stelle in der Lokomotive hier mal die Bremse an. Halte noch an. Und dann sollte hier unten genau der rote Streifen durchlaufen. Wichtig ist halt, dass du mit dem Zug irgendwie in dem markierten Bereich hier unten drinnen stehst. Und wenn du mal zum Beispiel nicht wissen solltest, wo du anhalten sollst, dann hast du die Möglichkeit, auch mit der F1-Taste auf der Tastatur quasi dieses, Menü an den Seiten hier einzuschalten. Und dann siehst du auch, wo dein aktueller Bestimmungspunkt ist. Das ist dann so eine große Hand, die hier aufleuchtet, mit einem Pfeil nach unten. Und jetzt vorwärts in Gleis 5a. Achten Sie auf die Signale und warten Sie auf Gleis 5a auf den Abfahrbefehl. Alles klar. So, da wir jetzt nach vorne fahren, sollten wir uns auch mal die Beleuchtung aktivieren. Im Führerstand bin ich mal so frei, dass wir uns die beiden... Nein, nicht die beiden. Ich wollte nur das obere Stirnlicht. Das wollte ich noch ausschalten. Dann Fahrtrichtungssender nach vorne. Und ab die Post. Bremsen lösen. Und wenn die gelöst sind, Leistung aufschalten. Hier können wir jetzt auch ruhig, 40 km pro Stunde freigeben. Und wenn wir dann, wie gesagt, den eigentlichen Abfahrtsbefehl bekommen, dann können wir richtig loslegen. Hier unten auch die kleinen Schotterzwerge. Zumindest nennen wir sie so in Deutschland. Auch auf die achten, die Gleissperrsignale. Weil die übersieht man mal sehr, sehr, sehr gerne. Und die haben natürlich dieselbe Funktion wie quasi die großen Signale, die eigentlichen Hauptsignale und Vorsignale. Sie können nämlich auch Zug- und Verschubfahrten verweigern bzw. Zustimmung geben. So, der Abfahrtsbefehl wird auch schon durch das Signal gegeben. Und trotzdem, wir sollen trotzdem in Göschenen Gleis 5a anhalten. So, ich muss hier gucken, dass wir uns erst so ein bisschen mit der Bremse eingewöhnen, weil die RE460 fahre ich dann doch relativ selten. Und jede Lokomotive, jeder Zugverband hat genauso wie in echt immer andere Bremseigenschaften. So, der Zug steht. Hier unten läuft wieder dieser rote Balken durch. Und wichtig auch wieder hier in dem grün markierten Bereich stehen bleiben. Man sollte immer, kann man so als grundsätzliche Regel vielleicht auffassen, immer in dem Bereich anhalten, der quasi hier markiert ist. Möglichst den ganzen Zugverband reinbringen und halt sicher zum Stehen bringen. Fahren Sie um 12:30 Uhr ab, wenn die
Also wenn das Signal quasi auf grün ist. In Gottnellen ist ein kurzer Dienst halt vorgesehen. Okay. Ja, wir können ja bis Gottnellen fahren, genau. Und in Gottnellen entlasse ich dich dann in die Freiheit, sag ich mal. So, Leistung wieder auf 0. Bremse lösen. Und dann Leistung aufschalten. Signal ist wie gesagt auf langsame Ausfahrt gestellt. Ein gelbes und ein grünes Lämpchen leuchten. Und dann geht's hier mit 40 aus dem Gleis raus. Eine Personenzug muss uns wahrscheinlich vorlassen. Wir sind sicherlich mit dem Zirkuszug schon so weit in Verzug, dass eben der andere Personenzug, der wahrscheinlich jetzt etwas verfrüht abgefahren ist, hier sogar halten muss. Ja, und immer wenn dieses Piepsen im Führerstand kommt, dann solltest du so schnell wie möglich entweder die Taste Q auf deine Tastatur drücken oder halt hier diesen Drehknopf betätigen mit der Maus. Einfach einmal links anknicken. Das ist halt die Zugsicherung in der Schweiz. Die hier überprüft quasi, ob wir hier im Führerstand noch wach sind. So, wir können auch gerade mal hinten die Schlussleuchten an der Lokomotive aktivieren, fällt mir auf. Ach nee, das war wieder das falsche Lämpchen. Damit können wir halt dann nochmal die Lampen separat ein- bzw. ausschalten. So, es ist grün und wir sind auf der Hauptstrecke angekommen. Wir haben den weichen Bereich verlassen. Damit können wir den Zug auf 80 km pro Stunde beschleunigen. Das ist so die Geschwindigkeit, die auf den meisten Teilen des Quadrats zugelassen ist. Und damit du die immer im Blick hast, solltest du dir mit dem F3-Menü hier unten diese vereinfachte Ansicht einblenden. Oder aber auch wahlweise mit F4, dann hast du halt die Bedienelemente nochmal mit dabei. So, jetzt geht's in Quadrat hinab in Richtung Altdorf. Altdorf liegt dann wirklich, am Fuße der Gotthard-Nordrampe. Und dort unten erwartet uns dann ein wunderschöner kleiner Zirkus. Wir können uns auch hier die Instrumentenbeleuchtung mal noch einschalten. Genau. Und dann können wir die hier hochregeln. Ja, ich bin noch wach. Wir müssten auch noch eine Beleuchtung für den gesamten Führerstand haben. Das hier oben ist, glaube ich, das Fernlicht. Ah ne, Führerstandsbeleuchtung, genau. Ja, grundsätzlich sollte man die halt vor Tunneln aktivieren, damit man eben hier drinnen die Bremse auch wiederfindet. Denn das ist schließlich das Wichtigste hier am Zug. Ohne die geht's nicht. Also es geht schon, aber in der Regel geht's ohne Bremse nur einmal. Weil dann landest du entweder mit dem Zug oder dem der Lokomotive im Graben. Und das möchte man natürlich vermeiden. So, der Bahnhof von Gottnellen, das sehen wir jetzt auch hier unten, der kommt in ca. 13 Kilometern. Da können wir dann quasi anhalten und den Dienst halt machen. Wahrscheinlich müssen wir dort einen Zug überholen lassen. Ich tippe mal drauf, dass uns der Personenzug oben aus Goschenen überholen wird. Gott, das ist schon wirklich eine echt schöne Strecke oder echt schöne Gegend. Und da vorne dran nochmal die entsprechende Werbelok. Hatte ich ja versprochen, dass wir auch auf die nochmal eingehen. Hier Schweizer Nationalzirkus. 100 Jahre Zirkus Knie. An der Seite dieses Zirkuszelt mit dran. Und hier nochmal das Zirkuslogo. Ja, passend natürlich dazu das Knie dieser Zirkusfigur. Ich sag mal Clown. Kann man schon sagen, ja. Ist ein Clown. Und hier vorne dran ist diese Art, ich glaube, es soll ein Faskes darstellen. Wenn ich da richtig informiert bin. Was es damit jetzt genau auf hat, das kann ich dir tatsächlich nicht verraten. Aber ich weiß nur, dass wenn es ein Faskes ist,
Die wurden halt, ich glaube in Griechenland war das. In Griechenland oder Rom. Auf jeden Fall wurden die im Altertum, in der Antike, vor, ja, sag mal, Staatsoberhäuptern oder politisch, sag mal, engagierten Personen, also Senatoren und so weiter, vor denen wurde halt ein sogenannter Faszis getragen. Und den hat er auch, glaube ich, nicht selbst getragen, sondern der wurde von solchen, naja, sag mal, Bediensteten, die haben das quasi übernommen und haben diesen Faszis vor diesen Menschen halt hergetragen. Das sollte quasi signalisieren, es handelt sich dabei um einen, ja, politisch Hochgestellten, der irgendwie im damaligen System halt tätig war. Das so vielleicht noch als historischen Ausblick. So, jetzt folgen hier einige Tunnel und dann müsste auch gleich das Kirchlein von Wassen zu sehen sein. Die Gotthardstrecke, die kenne ich nun mittlerweile relativ gut. Da sind wir ja schon etwas öfter gefahren. Ist ja auch einfach echt eine herrliche Strecke. Alpen mag ich sowieso unglaublich gerne. Da könnte ich gefühlt jeden Tag im Jahr Urlaub machen. Egal, ob es stürmt, schneit oder regnet. Oh, wunderbar, da oben mit dem Güterzug. Das ist ein Ausblick, ja, wie man ihn wirklich meistens nur am Gotthard genießen kann. Und hier heißt es ja wirklich, Eisenbahn auf allen Ebenen. Der Gotthard lässt sich auch wunderbar in eine Modellbahnanlage verpacken. Hier oben Gleise, da Gleise und natürlich hier unten auch nochmal. Also wirklich so um Wassen rum und um das Kirchlein von Wassen, was ja auch irgendwo als Wahrzeichen relativ bekannt ist. Da lässt sich's echt schön fahren. Genau, der Bahnhof von Wassen wird durchfahren. Wir können hier auch mal ganz kurz in die Außenansicht gehen. Ach schade, die Zugkreuzung bekommen wir jetzt nicht mehr so schön mit drauf. Ich wollte eigentlich hier so an den Strecken ranspringen mit der Kamera. Weil dann sieht man es eigentlich am schönsten. Oh, ich glaube, wir sind ein bisschen schnell, oder? Nee, darf tatsächlich 80 hier gefahren werden. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wenn es uns so angezeigt wird, dann fahren wir die Geschwindigkeit auch. Weil würden wir jetzt langsamer fahren, würden wir quasi den Zug hinter uns in Verzug bringen. Der würde dann, ja, durch uns ausgebremst werden. Und das sollte natürlich nicht so sein. Ja, ich habe das Signal mitbekommen. Auch wenn ich es eigentlich noch nicht gesehen habe. Ich nehme an der Stelle auch schon mal die Leistung ein bisschen raus. Ach ja, und wichtiger Hinweis vielleicht noch. Du solltest gerade bei den Güterzügen mit der Zugkraft bei der Lokomotive relativ vorsichtig umgehen. Wenn du die nämlich zu weit nach oben ziehst, dann kommt die Lokomotive so ein bisschen ins Schleudern. Und das ist, wie gesagt, so ein Anzeichen dafür, Zugkraft zurücknehmen. Gegebenenfalls, wenn es gar nicht anders geht, sogar den Sand aktivieren. Den hast du hier unten, den sogenannten Sandstreuer. Und ja, dann halt möglichst mit etwas weniger Zugkraft den Zug bewegen. Genau, die Gotthard-Autobahn führt hier auch entlang. Der eigentliche Gotthard-Pass. Und der nächste Halt müsste dann Gurtenellen sein, beziehungsweise sowieso auch der nächste Bahnhof. In 6 Kilometer. Genau, dann geht es, glaube ich, noch in den Pfaffensprung-Kreiskehrtunnel. Kreiskehrtunnel heißt er deswegen, weil wir quasi, ja, im Kreis fahren. Ich werde dir das Ganze auch gleich nochmal aus der Übersichtsansicht zeigen. Da haben wir quasi so einen schönen kleinen Fahrplan, wo wir alle Züge im aktuellen Zustand sehen können. Ups, da ist wieder die Signalbestätigung erforderlich. Der ganze Zirkus einmal auf dem Zug. Das sieht auch echt schön aus. Am meisten gefällt mir persönlich sogar dieser kleine Wagen hier vorne drauf. Der ist quasi auch so, ja, wie soll ich sagen, das Überbleibsel, oder was heißt Überbleibsel,
Das ist so das Relikt von der Anfangszeit des Zirkus Knie. Weil wenn ich das richtig mitbekommen habe, wurde der Zirkus Knie von einem Herrn Ferdinand Knie gegründet. Der ist zufällig sogar in Deutschland geboren, besser gesagt in Erfurt. Und ja, er war quasi so der Begründer der Zirkus Knie. Ja, sagen wir mal, der Diktatur ist falsch, aber Dynastie trifft da eher drauf. Dynastie im Sinne von Familientradition, Familienbetrieb. Gerade die Lokomotive mit dem Zirkusanstrich, die gefällt mir echt. Huch, da ist wieder die Bestätigung erforderlich. Den Kollegen grüßen wir ganz kurz mit dem Signalhorn. Auch wenn man das unbedingt, naja, am Gotthard nicht unbedingt machen sollte. Muss man mal so sagen. Gerade im Winter, da können sich noch leichter irgendwelche Lawinen oder so lösen. Also hupen nur, wenn es notwendig ist eigentlich. Aber hier im Simulator, keine Angst, da versichere ich dir, da kommt nicht so schnell die Lawine runter. Ja, es sind aber viele Signalbestätigungen heute. Muss ja auch sichergestellt werden, dass wir nicht einschlafen. Schließlich werden wir dafür als Lokführer bezahlt, dass wir den Zug sicher und pünktlich von A nach B bringen. Wobei natürlich immer der Leitsatz gilt, Sicherheit geht vor Pünktlichkeit. Wenn wir dann theoretisch mit dem Zug noch ein Stückchen weiterfahren würden, an Altdorf vorbei, dann würden wir sogar an einen wunderbaren großen Stausee kommen, oder überhaupt einen wunderschönen großen See, auf dem unter anderem auch Bootstouren abgehalten werden. Am besten muss man eigentlich sagen, ist die Strecke hier wirklich zu erkunden mit dem Gotthard Panorama Express, kurz GPE, den es eben auch mit bei der Strecke Gotthard Nordrampe von Simtrain dazu gibt. Die Strecke selbst wird ja in Kombination mit etlichen Fahrzeugen als Gotthard Panorama Express vertrieben. Also wenn du dich dafür interessierst, auch einfach mal auf der Webseite vorbeischauen. Wie gesagt, die ist auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, dann sollten wir jetzt gleich am Bahnhof angekommen sein. Ich wähle schon mal etwas elektrische Bremskraft vor. Und genau das hatte ich jetzt vergessen. Wir wollten uns ja den Kreiskehrtunnel mal anschauen. Den sehen wir jetzt hier gerade. Hier sind wir quasi in den Tunnel reingefahren. Dann geht es hier einmal im Kreis, um quasi ja Höhenmeter zu überwinden, nach unten. Und hier unten ist dann wieder das Tunnelportal. Da kommen wir aus dem Tunnel raus. So, ein bisschen mehr Bremskraft jetzt bitte. Und dann, wie gesagt, zur Unterstützung gleich hier drüben noch die Zugbremse. Weil das ist die eigentliche Druckluftbremse, die quasi am gesamten Zug wirkt. Insofern nicht einige Wagen davon, sag ich jetzt mal, abgestellt sind. Weil die Bremsen lassen sich in der echten oder beim echten Zug auch deaktivieren. Allerdings darf ein ungebremster Wagen niemals als letzter im Zugverband drin hängen. Hintergrund ist halt der, dass wenn sich irgendwie die Bremse lösen sollte, oder wenn sich halt irgendwie der Kupplungshaken lösen sollte oder der Wagen, dann würde der quasi ungebremst über die Strecke rollen und das möchte man natürlich vermeiden. So, das ist jetzt nicht ganz so sauber angehalten, aber da das Signal sowieso grün zeigt, ist das gar nicht mal so schlimm. Ja, an der Stelle würde ich erstmal sagen, wenn dir das Szenario gefallen hat, würde ich mich selber ein Däumchen nach oben freuen. Gerne natürlich auch den Kanal abonnieren. Hier gibt es, wie gesagt, regelmäßig neue Videos aus dem Train-Simulator, von der echten Eisenbahn, Führerstandsmitfahrten und so weiter und so fort. Und wie gesagt, wenn es dir gefallen hat, dann auch auf jeden Fall mal bei simtrain.ch einen Besuch abstatten. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Hoffe, das Szenario und Video hat dir etwas weitergeholfen, gerade was das Beladen am Anfang angeht. Und ja, damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und allseits gute Fahrt. Dein ThinkNewFlyNew.